Gamescom 2013. Mit Copsup LP. Thank you.
Das ist Das die ist, Demo aber, also ja sieht man genau, nicht das so ist die viel. Demo-Version. So, jetzt sind wir gerade mal auf Anstoß gegangen und ich bin Gast und Tobi ist heim. Wir kommentieren das hier nach, ne? Das Ja. ist wichtig. Also, wir wählen uns jetzt gerade die Mannschaft aus. Wir können natürlich noch nicht so viele, weil es die Demo ist. Wir können keine andere Liga. Wir haben nur diese paar Mannschaften. Ja, Ja, das sind da ist der wir. Torben. Das ist Tobi, der jubelt. Ich bin gerade ganz Ich bin konzentriert bei der total Sache. optimistisch. Ja. Das Ja, ist. und zensiert. Ja, und auf jeden Fall, ich bin Barcelona und der Torben Ist Inter ist Mailand, AC Milan. Mailand. Nee, AC Mailand, nicht Inter Mailand, sorry. Ja. AC Mailand bin ich ja, stimmt. Ja, hier sieht man jetzt das Saman. Okay. Also hier sieht man die ganzen Spielkonsolen. Das waren Xbox 360 Xbox, PCs. und Ich Xbox weiß One. gar nicht, wie viele Konsolen, wenn PC jetzt auch zur Konsole Ja. zählt. Ne? Wie viele waren das? 100. Ja, 100 PCs Und und also allein Xbox. von FIFA 14. EA hatte dann auch noch Need for Speed, Battlefield. Die hatten richtig viele PCs. So, also jetzt sind wir hier im Teammanagement und probieren ja ein bisschen rum. Ich bin Hat schon sich fertig. eigentlich nicht verändert im Nö. Gegensatz zu FIFA 13, das ist gleich geblieben. Ich meine, da kann man noch nicht viel verbessern. Das Das ist. sieht schon so ganz gut aus. Ja. So, ja, FIFA 14, offiziell Lizenzprodukt FIFA, ne? Von EA Sports, also Electronic Arts Sports. Das ist klar. Und jetzt sieht man auch noch mal eben diese Diese Skill Games, also die genau. Minispieler, da fällt der Wenn ich Tobi. jetzt, Da fällt der Tobi. ja, Der ich Tobi ist sehe ja den so, Pfeiler guckt nicht. euch das an! Ich sehe so einen Kack. So, Tom hat dann beendet. Genau, So, weil das jetzt zu und peinlich wäre. so beginnt dann eben das Spiel. Da sieht man auch schon, die Grafik ist wirklich sehr, sehr gut. Ja, das ist Was auch jetzt. ziemlich gut ist, dass das nicht so flimmert wie Also, bei anderen. das ist jetzt auch noch mit einer Kamera aufgenommen. Ich meine, und die Grafik ist trotzdem so genial. Und ja, jetzt sind die Spiele aufgelaufen. Und Tobi freut sich noch. Und ich zeige meinem Vater an, dass er das filmen soll. Ja, der Flo war nicht dabei, Nein, deswegen wir hatten einen anderen keine anderen Kameramann. Sklaven. Ja. Das haben wir jetzt einfach angelassen, weil ja, wir fanden es jetzt ziemlich gut zu sehen. Genau, da diese Steuerung, die hat nicht gestimmt. Das seht ihr auch gleich, wenn das Spiel beginnt. Das kommt dann aber. An einem anderen stillen Teil Zeug. Genau. Nach einem kleinen Cut. Ja, da ist die Ausstellung und das war's dann auch von dem Wie Video. fangen wir? So, und hier sind wir jetzt auch schon beim Anstoß. Tobi hat Mitten im Anstoß. Spiel, genau. Nicht mitten im Spiel, am Anfang des Ja, am Spiels. Anfang des Spiels. Neben dem Spiel Anstoß, also ist ja Ja, klar. nach dem Wer Tor. Fußball kennt, der weiß das. Ja, nach dem Tor. So. Also jetzt seht ihr gleich schon, wie die Steuerung so super funktioniert. Ich probiere da unten links noch aus, wie man grätscht und so. Und So, und jetzt der wollte ich Tobi, eigentlich flanken, weil das auch so aber gut guckt euch den aussah. Torschuss an. Aber es wurde dann doch zum Schuss. Aber Habe ich leider nicht gecheckt. den konnte ich ja noch rausfischen. Und ja. Ja, jetzt sind wir auch schon hier ein bisschen aus der Ferne zu sehen. Nicht mehr. Beim Zocken, nicht mehr. Ja, genau. Und, ja, da ist der zerdrückte Smiley. Ja. Noch einmal. Und man sieht schon, wir sind da. Wir bemerken gar nicht, dass wir gefilmt werden. Also, wir sind total dabei und alles. Und ich beschwere mich wieder über den Controller. Ja. Ja, da gibt's Genau. einen für den Tobi. Genau. Man Ja, sieht auch schon die jetzt hier. Wiederholungen, die sind gut gemacht. Jetzt sieht man auch, wie gut ich auf Ecken schießen kann. Und da klärt der dumme Torwart gerade noch. Da hätte ich eigentlich gewonnen. Ich weiß nicht, ob dadurch. das Treffer wäre. Doch, natürlich. Das kann auch Sondern daneben oder jetzt hier Pfosten ein bisschen gewesen sein. reingezoomt von der Kamera auch. Was eigentlich Und jetzt nicht. ist auch schon Schluss. Ja. Bis zum nächsten Clip. So, und jetzt sind wir auch schon beim Elfmeterschießen. Ich habe meinen ersten bereits verschossen. Nein. Ja, Doch, doch. doch. Und ich kam mit dem Xbox-Controller nicht zurecht. Sonst spiele ich immer nur So, genau. PlayStation-Controller. Er stand 0-0 davor. Genau. Und ich spiele sonst immer nur mit dem PlayStation-Controller. Und Tor, Und deswegen drücke ich immer auf das Steuerkreuz, weil da normalerweise bei der PlayStation-Controller so ein Steuerknüppel ist, womit man die Richtung auswählt. Seht ihr schon wieder? Ich check es einfach echt? nicht. Ich check es einfach nicht, dass ich falsch drücke. Erst jetzt, beim nächsten Schuss, da habe ich das gecheckt. Leider. Da, ich habe immer etwas Bumm. viel Gas reingegeben. Da verstehst du gar nicht Gas. bei mir. Gas. Ja, Power. Sorry, dass ich das so noobig anguck.
lässt. So. Aber wir sind beide nicht damit wirklich klargekommen. Mit dem Xbox-Controller eben. Und ja, jetzt freue ich mich und der Tobi findet gerade etwas sehr laut. Ja, der Jubel. Genau. Und ja, dann sehen wir uns auch schon beim nächsten Elfmeter wieder. So, jetzt befinden wir uns auch schon in der Schlussphase. Also ist jetzt reingeschnitten. Und ja, das war der einzige Elfmeter übrigens, den der Torwart gehalten hat. Die anderen gingen einfach nur daneben oder waren drin. Im Moment steht es 1-1, wie ihr oben links seht. So, das ist jetzt der vorletzte Elfmeter, beziehungsweise der letzte von mir. Eigentlich perfekt geschossen, aber... Ich riech mich da gerade noch auf, weil ich wieder aufs Steuerkreuz geredet habe, weil der Torwart nicht gesprungen ist, aber da zeige ich es dem Tobi auch. So, und jetzt kommt der letzte Elfmeter von mir, den mein Vater leider nicht gefilmt hat, unser super Kameramann, und ich habe ihn versenkt. Und deswegen freue ich mich gerade so, weil ich deswegen 2-1 gewonnen habe. So, jetzt sieht man hier auch nochmal die Grafik des Spiels. Auch nicht schlecht, also, ja. Gibt's nicht zu meckern. Das merkt ihr gleich. Im Nachbericht seht ihr das. Und ja, bis gleich. So, jetzt sind wir auch schon bei PES 2014, also Pro Evolution Soccer 2014. Der Konkurrent von FIFA 14. Genau, und hier sehen wir uns auch schon in der Schlange stehen und ein bisschen spielen. Und jetzt einfach nicht nach rechts gucken. Genau, da ist nämlich eine Frau. Sensia. Ja, was soll man dazu groß sagen? Ihr seht unsere Gesichter. So, jetzt kommen wir auch schon zum Spiel. Also, PES ist... Also, FIFA ist da von der Engine besser gemacht. Ihr seht jetzt auch mal beim Foul, da. Beim Foul. Die Wiederholung jetzt. Also, die Emotionen sind hier sicherlich... Viel besser? Nicht viel besser, aber besser. Viel besser? Nein, nicht viel besser. Besser. Und, ja, bei den Freistößen mag ich das gar nicht, dass da so eine Hilfe ist. Ja. Das finde ich total bescheuert. Ja. Außerdem ist sie auch total unkontrollierbar. Der Tobi hat gar keinen Freistoß geschossen, weil ich nicht gefoult habe, aber ich habe gemerkt, sie ist total unkontrollierbar, weil wenn man den, die Taste dann bewegt, also die Hilfe, dann wird man auf einmal, zack, nach unten gebracht, obwohl man einfach nur weiter nach oben, aber weiter nach links zum Beispiel schießen möchte. Das ist total unkontrollierbar, das habe ich nicht verstanden. Und hier sieht man aber auch, da wurde gerade ein Tor geschossen. Im Gegensatz zu EA, also jetzt speziell auf FIFA, finde ich, also hat jetzt nichts mit dem Spiel zu tun, aber man merkt auch, dass hier irgendwie, keine Ahnung, es ist so halt. Das wirkt so komisch, dass das einfach, das war im Kreis angeordnet und die Bildschirme standen da einfach verteilt im Kreis rum. Das waren auch nur 10 Bildschirme vielleicht. 20. Ja, 20, 10, 20. Und ja, und bei EA ist das eben so gewesen, dass da ca. 100 und die Schlange richtig und man aufgeteilt wurde. Ja, also EA hat sich da deutlich mehr Mühe gegeben. Ja. Und wir sehen uns jetzt beim nächsten Clip. So, da sind wir beim nächsten Clip und zwar bei der Wii U und bei dem Spiel Mario 3D Land. Ja, wir spielen da mit zwei anderen, die wir nicht kennen. Die sind auch etwas älter als wir. Das sind unsere Abonnenten. Nein. Ja, vielleicht. Und ja, da seht ihr jetzt eine Welt eben mit Mario, Luigi, Toad und und Pete. Hatte ich schon Peach? Egal, auf jeden Fall. Das ist so ähnlich wie Mario Bros, finde ich jetzt nur, dass es eben eine 3D-Welt ist. Mario Bros ist ja jetzt 2D, genau. Das heißt, man bewegt sich wirklich nur auf einer Linie. Da sieht man auch schon Saints Row, auch ganz cooles Spiel. Und ja, da hinten ja. Die Feiern. Das weil haben da wir Sachen, auch schon gezeigt, genau. Die ersten Eindrücke. Da standen wir teilweise auch. Ja, wir haben aber nichts bekommen. Leider. Weil wir hinten standen. Mhm. Und, ja, jetzt sieht man das Spiel zwar nicht mehr, aber das war recht cool. Mhm. Ja? Mhm. Wir haben jetzt mit einer normalen Wii-Fernbedienung gespielt, aber eben einer hatte dann auch das Wii U Gamepad. Und, ja, eigentlich war das Spiel nicht schlecht. Cool. Ja. Ja, und,
Da hinten sieht man jetzt so ein Dinosaurier-Spiel, was wir nicht ausprobiert haben. Nee, ich weiß nicht, ob das ist. Möchte ich jetzt lieber nicht sagen. Sonst sage ich nachher noch irgendwas völlig Falsches. So, und jetzt sieht man gleich Mario Kart 8. Auch richtig gut. Da sieht man die ganzen Schlangen. Da können wir froh sein, dass wir einen First Pass hatten. Da hinten auf dem Bildschirm sieht man das. Ja, genau. Bei Mario Kart 8, das ist das Neue, dass man wirklich an den Wänden auch fahren kann. Das ist das Neue bei Mario Kart 8. Aber das ist sehr cool. Ja. Auf jeden Fall war's das. Genau, und dann sehen wir uns beim Bericht wieder. Genau, bis gleich. Yo, hallo Leute und willkommen zum kleinen Nachbericht der Gamescom 2013. Da wollten wir eigentlich ein Real-Life-Video machen, aber das hat nicht so ganz geklappt. Beim Rendern ist irgendwas schiefgelaufen. Das Video wurde gelöscht, was ich nicht so geil fand. Von der Kamera hatte ich es nämlich auch schon gelöscht. Ich hatte es nur noch auf dem PC, da wurde es gelöscht. Deswegen nehme ich das Ganze jetzt hier bei einer kleinen Runde Hide-and-Seek auf. Und ja, dann nehmen wir mal jetzt so ein Blumentöpfchen hier. Ne, wir nehmen so einen Leafblock. Und genau, dann fangen wir einfach mal an. Wir haben ja dort, also Tobi und ich waren da, ich mache jetzt nur den Nachbericht. Wir haben das eigentlich zusammen gemacht, schon das Real-Life-Video. Auf jeden Fall haben wir dann da für euch zwei Spiele, also wir haben ganz viele Spiele gespielt, aber wir haben zwei besonders für euch getestet, nämlich FIFA 14 und PES 2014 im Vergleich. Dann natürlich die beiden Konsolen, PlayStation 4 und Xbox One. An den Ständen war es so voll, wir waren so froh, dass wir diese First Pässe hatten. Und genau, dann fangen wir einfach mal an mit den Konsolen, und zwar mit der PlayStation 4. Da habe ich mir nämlich so Notizen aufgeschrieben. So, also die PlayStation ist, also es sind ja die zwei neuen Konsolen, sind ja PlayStation 4 von Sony und die Xbox One von Microsoft. Und stellen wir uns einfach mal hier hin. Und ja, die PlayStation ist erstmal 100 Euro billiger als die Xbox One, hat eine bessere Hardware als die Xbox One, setzt auf die guten großen Spiele, aber auch auf die kleinen, hat also eine ganz breite, also hat die komplette Breite der Spiele. Die Xbox One von Microsoft setzt mehr bzw. nur auf die großen Spiele, ist halt 100 Euro teurer und hat nicht eine ganz so gute Hardware. Aber wenn man die vorbestellt, kriegt man FIFA 14 gratis, was ich ziemlich cool finde. Und die PlayStation 4, habe ich noch vergessen, hat, also wenn man die PlayStation 3 angemacht hat, kam meistens, muss Upgrades installieren. Also, dass die PlayStation Upgrades installieren muss. Das, wo man nicht spielen konnte, das wird bei der PlayStation 4 nicht mehr so sein. Denn da ist ein Chip drin, der die Upgrade sogar im Standby-Modus lädt. Das heißt, nicht Stecker rausziehen, damit kein Strom mehr ist, das ist kein Standby-Modus, sondern einfach die in den Standby-Modus bringen. Und dann gibt es ja den Suspend-Mode. Der sorgt nämlich dafür, dass der RAM-Inhalt erhalten bleibt. Das heißt, dass man die nicht nochmal neu hochfahren muss, also das Spiel. Und dann mit dem Ladebildschirm und so, dass wenn man die anmacht und das Spiel anstartet, dann ist das direkt da, wo man am letzten Mal aufgehört hat. Also man muss nicht nochmal neu irgendwie den Ladebildschirm angucken oder was auch immer. Finde ich auch ziemlich cool. So, genau, dann kommen wir zur Xbox nochmal. Also die macht mehr große Spiele, also nur. Ist 100 Euro teurer, hat nicht eine ganz so gute Hardware. Ist mehr eine Entertainment-Plattform. Fernseh, Skype, YouTube, bla bla bla, Internet halt. Und ja, ich finde, sieht wesentlich schlechter aus als die PlayStation 4. Also die PlayStation 4 ist wesentlich besser grafisch designt. Und ja, unser Fazit ist, dass die PlayStation 4 für Gamer besser geeignet ist als die Xbox One und man die sich dann zulegen sollte. So, dann kommen wir mal zu FIFA 14 und PES 2014. Fangen wir mit FIFA 14 an. Also ich lese jetzt einfach mal die Verbesserung vor, die FIFA 14 zu FIFA 13, die in FIFA 14 zu FIFA 13 verbessert wurden. So, also da gibt's dann einen noch besseren Spielaufbau im Mittelfeld bei FIFA 14. Eine größere Tempokontrolle, das heißt, dass man genauer kontrollieren kann, wenn man rennt, aus dem Rennen halt schießen, passen, grätschen, was immer.
dann bewegen sich die Spieler realistischer beim Laufen, beim Schießen, beim was, also bei allem bewegen die sich realistischer. Dann wurde das Schusssystem angepasst, das heißt, dass Winkel und Schrittlänge intelligent berechnet werden können. Auch ein ziemlich cooles Feature. Dann gibt es eine bessere Ballphysik, das heißt viele neue Schussarten. Ja, dann das Protect the Ball Feature. Das heißt, dass man auch im Rennen den Ball abschirmen kann. Dann wurde Teamintelligenz hinzugefügt, das heißt, dass sich Spieler, also die anderen Spieler, die mit dir in deiner Mannschaft spielen, also auch als Computer natürlich, sich freilaufen oder mitlaufen oder was auch immer. Und ich glaube, jeder kennt die Skill Games aus FIFA 13, die vor dem Spiel oder auch als Minispiel so gespielt werden können. Und die wurden in FIFA 14 beibehalten und da gibt es neue von. Ja, das waren dann die Infos zu FIFA 14. Dann kommen wir zu PES 2014. Also PES 2014 hat eine, so wie wir finden, eine wesentlich schlechtere Grafik als FIFA 14. Ist auch allgemein von der Kontrolle her nicht so gut wie FIFA 14. Also da ist FIFA 14 wesentlich besser, auch wie ihr im Video schon gesehen habt. Also EA hat es auch wesentlich besser da ausgestellt und so. Und noch zwei Hiders, ich und noch ein anderer, cool. Und genau, das gibt es da alles so zu sagen. Also bei PS gibt es nicht viel zu sagen. Vielleicht gibt es da, die Gesichter sehen vielleicht etwas besser aus als bei FIFA 14, aber insgesamt sieht FIFA 14 besser aus. Und ja, deswegen kann ich euch da auch nur empfehlen, lieber FIFA 14. Es sei denn, ihr seid so richtige EA-Hasser, FIFA-Hasser und ihr wollt unbedingt PS. Aber FIFA 14 hat uns da deutlich besser gefallen. Und ja, dann haben wir dann natürlich auch noch viele andere Sachen ausprobiert, wie Assassin's Creed, bla bla bla. Auch alles coole Spiele. Oh, jetzt bin ich alleine nur noch. Auch alles coole Spiele, muss man sich mal angucken. Also ist wirklich richtig mega. Da waren wir froh, dass wir die First Person hatten übrigens. Ihr seht ja auch schon im Video, da haben wir auch schon ein paar gespielt. Aber wir haben noch mehr gespielt. Und wir haben die Oculus-Brille ausprobiert. Das ist die Brille, wo man eine Brille auf hat, so eine richtig fette. Und ja, dann kann man da halt, gehen wir einfach mal kurz hier ran, damit ich weiter erklären kann, sonst komme ich auseinander. Wo sind wir jetzt? Auf welcher Map? Villa. In Villa nämlich ein Blumentopf. So, also da gibt's dann halt diese Brille und in der Brille sind so zwei Bildschirme eingebaut. Und wir hatten da so ein Rennspiel und dann sieht man wirklich aus der Sicht des Rennfahrers, man kann aus der Sicht des Rennfahrers fahren, wenn man sich dann nach links dreht, guckt man aus dem Fenster und sieht das, was links von dem Rennfahrer ist. Also, du siehst wirklich nur aus dem Fenster, wenn du dich nach links drehst mit dieser Brille. Oder nach rechts, dann guckst du ins Publikum, nach oben guckst du ans Dach des Autos oder halt durch die Scheibe in den Himmel, nach unten guckst du zu den Gaspedalen, dann kannst du auch so durch die Rückspiegel gucken. Das muss man sich wirklich auch mal angeguckt haben, ist auch wirklich sehr cool. Und ja, was haben wir sonst noch so ausprobiert? Noch ganz viele Sachen. Was besonders cool war, wir haben einen von unseren Abonnenten getroffen. Also, wenn du das hier siehst, dann kannst du uns ja mal eine private Nachricht schreiben, wer du denn auf YouTube bist, damit wir das so wissen. Und, ja, das war's so eigentlich von den Infos. Ich hänge das Gameplay jetzt... ich hänge das Gameplay jetzt noch hinten dran. Ja, mache ich. Genau. Oder... Ne, ich häng's doch nicht mehr hinten dran. Also schade, dass mit dem Real-Life-Video nicht geklappt hat. Aber ich hoffe, euch hat das Gamescom-Video so gefallen. Und ja, wir sehen uns, hören uns beim nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao.